Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Juli 2017. Ich bin Antonia Langsdorf und begleite euch durch eure Konstellationen. Ja, ihr Lieben, es wird ein heißer Monat für euch. Allerdings lauern überall Fettnäpfchen und die Leute sind ziemlich empfindlich. Ihr könnt mit eurer forschen Art auch ganz schön anecken. Aber ab dem 20. Juli spätestens läuft es für euch wieder rund und dann habt ihr auch richtig Spaß am Flirten und am Turteln. Bevor wir jetzt einsteigen, noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder was zu gewinnen gibt bei mir. Falls ihr mehr wissen wollt, bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Zunächst der Erlebnishintergrund, wisst ihr ja schon, die Planeten, die langfristiger bei euch wirken. Da haben wir also erstmal den Jupiter, der steht im Zeichen Waage und damit in eurem Partnerzeichen, in eurem Partner-Sonnenhaus oder für die Widder-Aszendenten auch wirklich im siebten Haus des individuellen Horoskops. Das ist super, super, super schön, weil es der Glücksplanet ist und weil es einfach heißt, dass Beziehungen und Flirten und Turteln einfach groß geschrieben ist. Und diesen Aspekt spüren jetzt im Juli besonders die Geborenen vom 1. bis zum 8. April. Das ist allerdings nicht immer ganz einfach, weil es eben diesen Monat auch einige harte Aspekte zu Jupiter geben wird. Und dann neigt man dazu, es mit allem zu übertreiben. Und weil auch der Mars in diesem Monat im Mittelpunkt steht, und der Mars ist ja euer Herrscher, müsst ihr also ganz besonders darauf achten, dass ihr nicht zu weit euch aus dem Fenster lehnt und dass ihr auch wirklich guckt, dass ihr euch in Sachen Liebe in jemand anders auch hineinversetzt, in euren Schatz oder in euren Flirtpartner. Das ist sehr wichtig. Ja, und dann haben wir das Quadrat zu Pluto. Pluto steht im Steinbock, steht für euch im 10. Sonnenhaus. Das bedeutet, dass viele Widder beruflich eine harte Phase durchmachen. Vielleicht habt ihr ja Glück und habt jetzt Urlaub. Dann ist es an der Front sicherlich ein bisschen ruhiger. Trotzdem ist die Tatsache, dass Pluto und Jupiter hier auch in diesem Monat zum Teil im harten Aspekt stehen werden, natürlich bedeutsam auch für Liebesbeziehungen, weil das einfach eine gewisse Anspannung reinbringt. Und einige von euch haben auch beide Aspekte und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder vom 5. bis 10. April. Also wer so um den 8., 9. April Geburtstag hat, hat also beide Einflüsse. Und es kann eben sein, dass diejenigen dann auch wirklich unter Druck stehen. Dann haben wir Saturn. Der steht für euch eigentlich recht günstig, nämlich in einem sogenannten Trigonaspekt, also einem harmonischen Aspekt, steht hier oben im Schützen und im Haus der Pläne und begünstigt eigentlich, dass ihr Zukunftspläne macht, die Hand und Fuß haben. Das ist eigentlich ganz spannend, weil gleichzeitig eben auch der Uranus in eurem Zeichen steht und der gibt euch den Wunsch, was Neues anzufangen und macht euch sehr originell. Und wenn ihr jetzt diesen originellen Einfluss habt und gleichzeitig hier mit Saturn ordentliche Zukunftspläne macht, dann kann euch das sehr viel weiterbringen. Dann kann das jetzt eine sehr gute zukunftsgerichtete Energie sein, die jetzt nicht nur eure Beziehung betrifft, sondern eben euer ganzes Leben, auch euer Berufsleben. Und den Saturn-Einfluss spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 9. und 15. April haben. Und der Uranus steht etwas weiter, schon am Ende des Zeichens Widder. Das spüren jetzt diejenigen, die zwischen dem 16. und 20. April Geburtstag haben, direkt auf ihre Sonne. Also die stehen jetzt unter diesem Wunsch, sich zu befreien, sich was Neues zu überlegen, in ihrem Leben was Neues anzufangen. Und das kann natürlich auch Beziehungen betreffen, weil je nachdem, wenn es in eurer Beziehung gut läuft, ist das toll, weil dann reißt ihr euren Partner mit und begeistert den mit euren vielen Ideen. Aber wenn es in der Beziehung nicht gut läuft, kann das eben auch den Wunsch mit sich bringen, sich zu befreien. Bevor jetzt wieder einige vielleicht schimpfen, dass ihr Geburtsdatum nicht drankommt, es ist halt so, die Planeten stehen eben jetzt alle in der zweiten und dritten Dekade der meisten Zeichen. Aber die meisten Menschen haben eben auch noch andere Positionen im Horoskop, die dann doch von diesem Planeten auch Aspekte empfangen können. Ne? Und wenn ihr euch darüber mal schlau machen wollt, dann wäre das doch mal eine Gelegenheit, eine Beratung zu buchen, mehr über das eigene Horoskop zu erfahren. Genau. Aber in der ersten Dekade tut sich in diesem Monat auch was, nämlich von den schneller laufenden Planeten. Und da werde ich dann auch drauf eingehen. Ja, das Thema wird ja wie immer vom letzten Neumond vorgegeben. Darauf bin ich ausführlich in den Horoskopen vom Juni eingegangen. Der Neumond ist am 24. Juni, also da könnt ihr euch dann im Juni-Horoskop nochmal drüber informieren. Der ist im Krebs und deutet damit eben schon an,
wo es darum geht, nämlich um Trubel in der Familie, vielleicht auch Konflikte in der Familie. Und für euch bedeutet das, dass euer Herrscherplanet Mars im Krebs steht und das ist für euch nicht so ganz einfach. Denn ihr seid ja ein Feuerzeichen und der Mars ist eben im Feuerelement und wenn der jetzt im Krebs steht, dann muss der sich da irgendwie im Wasserelement zurechtfinden. Der muss sozusagen tauchen gehen und dann ist es halt auch so, dass da Wasser und Feuer zusammenkommen und das kann dann schon eine explosive Stimmung hervorbringen, besonders wenn es um Gefühle geht. Es kann also sein, dass ihr eine Phase habt, wo ihr denkt, ich kenne mich so gar nicht, ich bin auf einmal so emotional, ich reg mich so auf, ich reagiere so schnell und impulsiv auf Gefühlsangelegenheiten. Das ist zurzeit ganz normal und das geht ja auch schon so seit dem 4. Juni, da ist der Mars in den Krebs gegangen und der steht jetzt eben zu Beginn des Monats Juli in der zweiten Dekade. Ja, das spielt also jetzt die zweite Dekade im Zeichen Krebs und auch die Sonne steht hier im Krebs und geht jetzt auch in die zweite Dekade und der Merkur steht auch im Krebs und alle diese Planeten stehen eben in Spannung zu eurem Sonnenzeichen, zum Widder und deswegen nochmal der Hinweis, Ball möglichst flach halten. Interessanter Einfluss auch noch für euch ist die Lilith, die steht im Schützen zu euch in einem harmonischen Aspekt, die geht jetzt in die dritte Dekade, in die dritte des Zeichens Widder. Und diejenigen wieder, die das vielleicht spüren, besonders hier im Zusammenhang auch mit Uranus, für die steht schon an, dass sie vielleicht eine ganz, ganz heiße Bekanntschaft machen. Wieder Männer lernen vielleicht eine ganz außergewöhnliche Frau kennen und wieder Frauen kommen jetzt vielleicht in Verbindung mit ihren außergewöhnlichen weiblichen Kräften oder können die auch entdecken. Lilith im 9. Haus heißt eben auch, dass man vielleicht auf die Suche geht oder dass ihr vielleicht im Sommer ein Seminar bucht, um in Kontakt mit der inneren Göttin zu kommen. Sowas würde dazu passen. Genau, ja. Und dann haben wir auch schon gleich am Anfang des Monats eine ziemlich heiße Phase, das seht ihr ja schon. Der Mars steht hier in Spannung zu Pluto und das sind die beiden Kampfplaneten des Horoskops. Und das ist wirklich nicht so einfach. Ne? Da muss man jetzt sehr aufpassen, dass man nicht in Machtkämpfe verwickelt wird, dass man sich nicht auf Manipulationen einlässt. Und vor allen Dingen müsst ihr bedenken, wenn ihr jetzt impulsiv einen Konflikt oder einen Streit anfangt, kann das langfristige oder auch unabsehbare Folgen haben. Also in den ersten 5 Tagen des Monats gilt echt die Devise, unbedingt den Ball flach halten, selbst wenn ihr euch ärgert, selbst wenn euch der Partner vielleicht auf den Schlips getreten hat, euch beleidigt hat oder ihr aus Versehen vielleicht was gesagt habt und findet, dass der andere völlig überreagiert. Unbedingt den Ball flach halten in den ersten 5, 6 Tagen. Danach legt sich diese Spannung erstmal wieder ein bisschen und dann kann man immer noch sehen. Ja, aber in diesen Tagen würde ich versuchen, möglichst jedem Streit aus dem Weg zu gehen. Ich bin ja darauf auch ausführlich eingegangen in der kosmischen Schwingung, wo ich diese ganze Zeit beschreibe, diese Zeitqualität. Vielleicht schaut ihr euch das auch nochmal an, um euch da zu informieren. Genau, aber am 5. fängt was an, was für euch sehr schön ist. Da geht nämlich die Venus ins Zeichen Zwillinge, bildet damit einen schönen Aspekt zur Widdersonne. Und dann für den Rest des Monats, das ist sehr positiv für die Wiedergeborenen. Und das beginnt am 5. erstmal für die erste Dekade. Genau, und dann das Quadrat von Mars hier im Krebs beginnt dann am 5. die dritte Dekade. Die spüren das dann besonders. Und da gibt es dann auch noch einen harten Aspekt hier zu Uranus, aber da kommen wir gleich noch zu. Genau. Ja, dann habt ihr aber vom 5. bis zum 7. eine relativ starke Flirtphase. Ich habe es ja in der kosmischen Schwingung schon gesagt, das ist so wie so eine Gewitterstimmung. Ne? Also da kommt dann ein Gewitter und dann scheint aber wieder die Sonne und dann ist man wieder heiß verliebt, dann streitet man sich, das geht also so hin und her im Juli. Und das werdet ihr auch merken, also gleich nach dieser Anspannung ist eine super Flirtphase für euch. Wunderschön, mit vielen, vielen Chancen. Allerdings wird da wohl auch etwas mehr versprochen, als gehalten werden kann. Also achtet da mal drauf, dass ihr da nicht gleich zu tief drauf einsteigt. Aber ich denke, zum Spaß haben ist es eine schöne Phase. Und am 6. ist dann für euch auch ein Top-Tag, weil dann nämlich die Venus hier im schönen Aspekt mit Merkur steht. Beides in einem guten Aspekt zur Widdersonne. Und Venus ist ja die Liebe. Und Merkur ist das Gerede, also Liebesgeflüster, ja, schöne Ideen auch. Und der Merkur geht an dem Tag auch in den Löwen und damit auch in einen günstigen Aspekt zur Widdersonne. Und der steht dann so für euch, dass er euch vielleicht auch mit guten Ideen für Liebesspiele und Rollenspiele
auflädt und versorgt. Genau. So, dann haben wir wieder eine kritische Phase vom 8. bis zum 11. Die ist wirklich sehr kritisch. Die spitzt sich dann zum Vollmond. Der Vollmond ist am Sonntag, den 9. und zwar um genau 6.06 Uhr am Morgen, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und da solltet ihr euch nicht wundern, wenn ihr da überhaupt nicht schlafen könnt, weil dieser Vollmond halt in einer super starken Spannung zur Widdersonne steht. Und so ziemlich mittendrin, das werden sicherlich alle Wiedergeborenen sehr stark spüren und auch dadurch, dass eben auch die anderen Leute, mit denen ihr zu tun habt, jetzt so ein bisschen verrückt spielen, besonders wenn ihr mit Krebsen, Steinböcken oder Wagen zu tun habt. Ja, das sind ja hier die Kardinalzeichen und die sind halt auch von diesem Kreuz betroffen und da seid ihr, also da ist eine sehr starke Spannung in der Luft, eine sehr explosive Phase, wo eben viele Menschen auch gefühlsmäßig sehr aufgeladen sind, vielleicht auch ihr, obwohl ja die Widder meistens recht stabil sind und auch recht gutmütig sind, aber die können dann eben durch einen falschen Spruch bei anderen, die empfindlicher sind, irgendwie eine Katastrophe auslösen. Dann müsst ihr rund um den Vollmond also echt aufpassen, möglichst fair bleiben, ein bisschen Abstand suchen. Und wenn andere eben auch ausflippen, das können in eurem Fall vor allem auch Familienmitglieder sein, dann dürft ihr das nicht persönlich nehmen, das ist ganz wichtig, ne? Genau, also wenn ihr den Vollmond dann überstanden habt, dann ist am 11. für euch ein schöner Tag, ein Top-Tag, sowohl für Begegnungen, Liebesbegegnungen, als auch für Freundschaftsbegegnungen, vielleicht auch, wenn irgendwas vorgefallen ist, dass ihr dann Hilfe von Seiten eines guten Freundes oder einer guten Freundin bekommt. Genau, so, weiter geht's am 15. Da geht die Venus in den Zwilling in die zweite Dekade und beglückt also dann die zweite Dekade des Widderzeichens mit dem schönen Aspekt. Und vom 14. bis 19. Juli ist dann auch wieder eine sehr gute Flirtphase. Ja? Da haben wir also verschiedene schöne Aspekte. Hier zum Beispiel Jupiter, der ja bei euch im Partnerhaus steht, macht einen guten Aspekt. Hier zu Merkur, der euch mit schönen Liebeseinfällen versorgt. Da kann man auch bei romantischen Begegnungen die richtigen Worte finden, um jemanden zu bezirzen, tolle Ideen entwickeln. Und nicht zu vergessen, dass ja auch der Mondknoten bei euch im 5. Haus der Liebe und der Lebensfreude steht und dann auch schon da so ein bisschen die Energie abbekommt. Also das ist eine sehr positive Zeit. Und dann haben wir auch einen guten Aspekt dann in der Zeit von Merkur erst zu Lilith und dann zu Saturn. Das heißt, es wird da nicht nur geredet, sondern das kann dann auch Hand und Fuß haben. Ja, also das ist nicht nur so eine Zeit, wo man nur so Versprechen bekommt, die dann nicht eingehalten werden, sondern mit Merkur-Saturn kann dann wirklich auch etwas draus werden. Ja. Und dann haben wir aber fast zeitgleich auch diese kritische Phase, die ist besonders kritisch für bestehende Beziehungen, wenn nämlich hier die Sonne und der Mars einen harten Aspekt zu Uranus bilden. Und das ist jetzt für euch wirklich auch prekär, besonders für die dritte Dekade des Widders, weil das eben hier unmittelbar in eurem Zeichen passiert. Und das bringt es mit sich, dass man wirklich zur Übertreibung neigt, dass man wirklich dazu neigt, eine Beziehung überstürzt beenden zu wollen, wenn man da einen Konflikt hat und wirklich mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich gehe, um sich befreien zu wollen. Diese Zeit, merkt euch das mal, vom 15. bis zum 20. Juli, ist keine gute Zeit, um aus dem Impuls heraus eine Beziehung zu beenden. Sondern da sollte man auch wirklich abwarten. Man kann sich ja dann aus dem Weg gehen. Man kann ja eben den Raum verlassen, von mir aus auch mit der Tür knallen. Aber nichts Überstürztes bitte tun, ja? Wo dann vielleicht irgendwo hinterher eine Tür dann ganz zugeht. Das wäre ja blöd. Wie gesagt, fast zeitgleich ist es eine tolle Flirtphase, aber eben bestehende Beziehungen, wenn es da zum Krach kommt, da müsst ihr ein bisschen behutsam mit umgehen. Ja? So, der 20. ist aber dann schon wieder eine gute Nachricht für euch, weil nämlich ab dem 20. der Mars ins Zeichen Löwe geht und damit einen super guten Aspekt zur Widdersonne bildet. Und das ist wunderschön, bringt eine super schöne Energie rein, sehr sexy auch. Und dann am 22. gleich hinterher die Sonne dann auch und dann seid ihr wieder eben auch auf der Sonnenseite des Lebens. Und der 20. ist auch ein Top-Tag, weil er eben damit einhergeht, dass dann die Phase beginnt, wo der Mars gut für euch steht. Und der Mars ist ja euer Herrscherzeichen, der ist dann eben vom Wasserzeichen wieder in einem Feuerzeichen und da ist er zu Hause und das werdet ihr merken. Ihr könnt mir ja mal zurückmelden vom 20., also ab dem 20. Juli, ob ihr dann vielleicht auch das Gefühl hattet,
dass dieses etwas schwere, etwas klebrige, emotionale dann so ein bisschen von euch abgefallen ist. Genau. Also jedenfalls könnt ihr da schöne Begegnungen haben, weil da haben wir dann außerdem noch einen super schönen Aspekt hier von Jupiter zu Venus. Der Mond steht günstig, aktiviert die Venus und alle stehen für euch in günstigen Aspekten. Also da ist ein super Tag und da beginnt dann auch eine super Zeit für euch. Ne? Und am 22. dann die Sonne, die geht dann auch ins Zeichen Löwe und beglückt euch dann eben auch in den danach folgenden 4 Wochen mit Lebensfreude, mit Spaß, Partys, Feste, Sport, also alles, was dem Widder so gefällt, ist dann gehighlightet. Und das ist dann eben auch nochmal beschrieben in dem Neumond. Der findet auch für euch im Löwen im 5. Haus statt. Sensationelle Konstellation hier. Sonne, Mond, Mars. Und dann habt ihr ja auch den Mondknoten und der Merkur ist auch noch in eurem 5. Haus. Das heißt, das Thema für die nächsten 4 Wochen ist tatsächlich eine einzige rauschende Party, romantische Leidenschaft. Also spitzenmäßig, wenn, da gibt es jetzt noch ein Aber, wenn ihr auch beachtet, dass auch diejenigen, die ihr schon länger kennt und die Leute, die älteren Bekanntschaften, dass die auch wichtig sind. Denn hier will man was Neues erleben, man will Spaß haben, man will neue Leute kennenlernen. Und hier haben wir Venus, die steht jetzt in Spannung zu Saturn. Und Saturn ist ja so die Dauer und das Alte, das, was man schon hat. Und hier müssen wir uns eben ein bisschen damit auseinandersetzen, dass wir nicht unsere bestehenden Beziehungen vernachlässigen vor lauter Party. Also wenn ihr einen Schatz habt, dann nehmt den mit, zieht da nicht alleine los. Und wenn ihr neue Leute kennenlernt, vergesst darüber trotzdem eure alten Freunde nicht. Und da ist es halt so, dieser Aspekt sagt uns so ein bisschen, ob in den Wochen davor irgendwas wirklich kaputt gegangen ist. Dann kann das passieren, dass man mit dieser Venus-Saturn-Geschichte merkt, boah, da ist jetzt eine Tür zugegangen, die geht nicht wieder auf. Aber wenn ihr es geschafft habt, euch irgendwie so wacker zu halten, dass ihr anderen oder eben auch euren Liebsten nicht zu sehr auf die Füße getreten seid, dann könnt ihr hier dann mit Venus-Saturn auch nochmal über alles reden und dann sagen, hey, komm, lass uns was Schönes unternehmen, lass uns jetzt in die Zukunft blicken. Ich hatte mal einen Freund, der sagte immer, der Blick geht nach vorne. War ein Wassermann, passt ja auch gut zum Wassermann. Ne? Also da müsst ihr dann zukunftsgerichtet denken, aber eben die Ressourcen, also die bestehende Beziehung oder bestehende Partnerschaft, wirklich auch ehren und respektieren. Das ist so das Thema von dem Neumond. Genau, ist also auch eine super Zeit für euch, die dann anfängt. Und dann haben wir noch den Merkur, der wird den Löwen dann verlassen und wird am 25. ins Zeichen Jungfrau wechseln, in euer Berufshaus. Dann habt ihr noch ein paar Top-Tage gegen Ende des Monats, nämlich den 28. und 29. Juli. Da aktiviert der Mond hier nochmal euer Partnerhaus und Mars und Sonne eben im 5. Haus. Spaß, Sex, Sport, tolle Zeit. Allerdings beginnt dann da auch diese Spannung zwischen Jupiter und Pluto und das heißt Schulden. Das heißt, wenn das losgeht ab dem 20., 22., ne, dass ihr Party machen wollt, dann schaut, dass ihr nicht gleich euer ganzes Geld dafür ausgeht oder auch nicht, wenn ihr in Urlaub fahrt, dass ihr aufpasst mit der Urlaubskasse, weil sonst könnte es dann Schuldendiskussionen später geben und die könnten dann die Beziehung auch wieder belasten. Also da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen und das wird dann auch im August Thema sein. Aber ich denke trotzdem, der Ausklang des Monats, der wird euch doch dann sehr gefallen. Und am 31. geht dann die Venus noch ins Zeichen Krebs, noch schnell, bevor der Monat zu Ende geht und harmonisiert dann vielleicht auch eure Familienbeziehung wieder. Ja, soweit also die Konstellationen. Und zum Schluss nochmal der Hinweis, wenn ihr Näheres wissen wollt, wie sich das jetzt auf euch ganz persönlich und ganz individuell in Horoskop auswirkt, bin ich natürlich mit einer Beratung gerne für euch da. Außerdem habe ich auch wieder 2 Termine Antonias Sterne geplant. In diesem Webinar kann jeder Teilnehmer eine Frage zum persönlichen Horoskop stellen. Das wäre vielleicht auch noch eine Alternative zur Beratung. Und wenn ihr bei der Verlosung dabei sein wollt, es gibt wieder 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen, dann braucht ihr nur meinen Kanal zu abonnieren und mir einen netten Kommentar zu posten und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Dann gibt es noch ein paar Videotipps. Denkt dran, falls ihr es noch nicht gesehen habt, folge deinem Herzen, das Special über den Mondknoten im Löwen ist für euch auch sehr wichtig. Und dann bleibt mir nur noch euch einen heißen und möglichst schönen Juli zu wünschen.